Willkommen zu meiner F124 Audi-Karriere. Wir sind heute in Japan angekommen. Was soll ich euch sagen? Die Erwartungen sind ziemlich low, denn ich weiß, dass das neue Handling auf dieser Strecke unfassbar schwierig werden wird. Aber wir konnten auch im letzten Rennen endlich Erfolge feiern. Also guckt gerne oben rechts in der Playlist vorbei, dass nichts mehr verpasst. Lasst euch gerne einen Daumen oben da und schaut euch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. 5,8 Kilometer, 18 Kurven, lediglich eine DRS-Zone, machen die Strecke eigentlich perfekt für unser Auto. Wenn da nicht diese ganzen vielen Kurven wären, denn die machen das Ganze dann wieder schwierig. Tatsächlich ganz, ganz schwierig. Wir gehen hier in meine letzte fliegende Runde rein, aus der letzten Kurve raus. Ja, die erste Runde hat mich mal auf den 21. Platz gebracht, würde ich fast sagen. Nur Chavez hinter mir, es geht hier Richtung Turn 1. Full Speed, dann irgendwann Gas rausnehmen, da konnte ich schon alleine 3 Zehntel finden, Leute. Jetzt das erste ist leicht den Scheitel verpasst, den zweiten dafür verbessert, beim dritten hier richtig gut reingegangen und hier nur nicht zu stark den Körper berühren und dann geht schon hier rauf. Letzte Kurve hier, das ist ein Mutpunkt, würde ich fast sagen, 7 Zehntel im Delta. Jetzt hier einmal kurz lupfen, den Atem anhalten und hier nur nicht zu weit raustragen lassen, ihn in den Körper. Ja, das war jetzt nicht so toll, ich bin da am Körper draufgekommen und direkt leicht irgendwie geschwommen, würde ich fast sagen. Hier gehen wir rein, nicht verbremst, ganz, ganz wichtig, 8 Zehntel im Delta, Leute. Es geht runter, ein bisschen hier sparen, denn ich weiß natürlich auch, dass wir diese lange Geraden Richtung Spoon, Richtung 130 eher noch haben. Jetzt mal hier in Spoon rein, die ganze Strecke ausgenutzt, der Hinterreifen war noch drauf, Leute. Aus der Kurve raus, viel Schwung mitgenommen und auch hier habe ich zwar ein paar Pausenstel verloren, aber all in all würde ich mal sagen, ist das bis jetzt ein sehr sauberer Versuch, ab in die 130er rein, ich habe kein IAS mehr oder spare mir da ein bisschen was auf, nur nicht hier stark vertun, rechts drüber, auch links drüber, das kostet ein bisschen Zeit, aber eine Sekunde im Delta, Leute, es geht über die Ziellinie und wo werden wir starten, das sehen wir jetzt in Starting Grid. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Lando Norris startet von der Pole Position und daneben steht Charles Leclerc. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Hamilton, Oscar Piastri, Stroll, Fernando Alonso, Tsunoda, Perez, Sainz, Albon, Verstappen, Ocon, Joe, Russell, Bottas, Ricardo, der Professor, Sargent, Gasly, Magnussen, Hülkenberg. Und ein Wagen des neuen Teams vervollständigt die Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Es ist ein überraschender und würde ich sagen, für mich sensationeller Platz 17. Ich meine, da bist du eine Sekunde schneller und ich denke mir so, ja Mann, das muss doch locker Top 10 sein. Aber nein, es war dann nur P17. Ich bin trotzdem sehr stolz, weil das hat wirklich bis jetzt extrem viel Spaß hier gemacht. Wir sind also hier auf dem 17. Platz unterwegs. Punkte werden eine ganz schwere Sache werden. Da bin ich mir auch ganz sicher, dass wir da nicht gerade die einfachsten Karten haben werden. Aber ich werde wie immer alles dran setzen. Werde im Rennen mich reinhängen und hoffen, dass ja die Box heute mal nicht verkackt. Wir gehen mal mit dem Strom, starten mit dem roten Reifen und wechseln auf den gelben. Hoffentlich geht das gut. Jetzt aber mal hier im Starting Grid, würde ich mal sagen, Lights out und let's go. Audi Japan, das vierte Rennen steht an und wir kommen hier gut vom Fleck weg. Daniel Ricciardo direkt, ja, ausgepaced, aber das war jetzt auch keine, ja, bärenstarke Leistung, weil halt auch Ricciardo mit dem weißen Reifen unterwegs ist. Ich war nicht vorbei, als ich kurz neben die Strecke gezupft bin. Gezuckt, würde ich fast sagen. Und was ist hier los? Warum sind die alle so langsam? Okay, da schießt mal innen wieder Guan Yu Zhou vorbei, aber das kann ich gerade noch so, ja, abwehren, würde ich fast sagen. 13. Platz, wir konnten 4 Plätze gut machen. Vor uns hat sich ein, ja, minimaler Storn aufgetan. Also da, irgendwas war da vorne gerade tatsächlich, weil ich habe auch gemerkt, so Richtung erste Kurve, da war richtig kurz, da habe ich 2, 3 Leute direkt auf einmal überholen können, weil da richtig langsam irgendwas unterwegs war. Hier gehen wir mal innen rein, sind ganz frech gegen Alex Albon. Und können hier auch, ja, die Tür zuschlagen, würde ich fast sagen. Während er schon jetzt auch von Guan Yu Zhou angegriffen wird. Runter Richtung Spoon. Es ist der 12. Platz, Leute. Das ist bis jetzt ein gutes Ergebnis. Ich weiß halt natürlich auch, dass am Ende des Stints
jede Tausendstel ziehen kann, weil halt der Reifen wirklich enorm schnell abbaut. Und gerade bei 19 Runden kann das schon echt den Unterschied machen, ob du deinen Reifen jetzt härter dran nimmst. Und das muss ich natürlich auch zugeben. Jetzt in die 130R rein, guter Exit ist hier immer wichtig. Dann geht es in die letzte Schikane, die ich meiner Meinung nach eigentlich hier in Japan nicht bräuchte. Aus der letzten Kurve raus, die ja alles eigentlich Fullgas ist, geht es jetzt hier näher an Esteban Ocon dran. Die ES ist leider noch nicht aktiviert. Ich verbrenne jetzt mal mein ganzes ES, weil die ES ist rauf. Da werde ich mal auf Mittel runterschalten. Wir blicken mal auf die, ja, auf die Start-Replay. Habt ihr es gesehen? Es gibt hier erneut diesen Bug in der Startampel, dass da zuerst die drei innen und dann rechts und links direkt die anderen alle. Ist das neu oder ist das ein Bug? Ich habe keine Ahnung. Da war ich mal kurz ein bisschen irritiert und musste kurz neben die Strecke. Und ja, aber ich würde mal sagen, das geht gerade noch so gut. Hier dann gegen Guan Yu Zhou, auch cooler Fight, macht richtig Spaß. Auch wenn du mal ein bisschen Material hast, wo du auch mal das ein oder andere Mal, ja, nachhageln kannst, wie man so gern sagt. Also so ein bisschen fighten kannst. Den Körper hier innen hätte ich nicht unbedingt berühren müssen. Aber wir gehen hier schon mal Richtung Platz 11. Wir visieren hier mal den 11. Platz an. Vor uns ist einiges los. Und warum Max Verstappen nur auf dem 10. Platz herumfährt, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Und diese Frage stelle ich mir auch. Die stellt ihr auch zu berechtigt, weil ich absolut keine Ahnung habe. Jetzt hier ein Spoon rein gegen Esteban Ocon. Aber das wird noch nicht funktionieren. Vielleicht reicht es aber dann, um in Richtung Turn 1 da was zu machen. Tipps zum ERS-Management könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, denn ich bin da immer noch nicht ganz so zufrieden. Ich probiere jetzt wirklich schon Passagen mit Mittel zu fahren, teilweise Überholen nur auf manchen Geraden zu benutzen und dann eben auch das, ja, die maximale Effizienz daraus zu nehmen. Aber ich bin mir echt nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung ist. Schreibt es unbedingt in die Kommentare, falls ihr da eine bessere Lösung habt, gerade in so einem My-Team-Rennen, wo halt wirklich auch auf jede Tausendstel, ja, da was ankommt. Hier gehen wir dann rauf auf die SS, Leute. Esteban Ocon ist jetzt ganz, ganz abgerissen, haben wir da. 1,8 Sekunden, eine Zehntel Albon nur hinter uns. Das wird eine ganz enge Kiste werden, auch nur 12% auf dem ERS-Speicher. Das wird ein enges Hartzahl bis zur ersten Kurve. Wir move late, aber hat das gereicht, hier einmal zu spät zu moven? Ja, funktioniert gerade noch so, um hier mit einem, ja, würde ich mal fast sagen, Dirty Move vorne zu bleiben. Ganz fair war es nicht, ist mir klar, aber ich kann aktuell nicht ohne mit anderen Mitteln kämpfen. Die Reifen sind jetzt schon im Halbtod, also wir sind hier schon fast im Koma. Da setzt sich erneut Albon links neben uns, da können wir aber gerade noch so abwehren. Vierte Runde und die Reifen sind tot, Leute. Guckt euch das rechts an, die Reifen sind komplett durch. Wir müssen aber mindestens noch 3 bis 4 Runden aushalten mit diesem Reifensatz. Da zieht jetzt mal der Albon noch rein, aber diesmal würde ich mal sagen, waren wir fair dran. Es gibt zwar eine kleine Berührung mit Rad an Rad, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie asozial war. Ich meine, Albon muss damit rechnen, dass ich auch irgendwann reinziehe. Diese Kurve hat halt eben nur eine Linie. Und das kann man jetzt auch irgendwie nicht beschönigen, dass der da reinhält, ist natürlich klar. Aber dass ich, wenn ich auf der Außenbahn bin, da jetzt drauf halte, ist auch klar. So, lala, es geht erneut in den Fight mit Albon rein. Der zieht jetzt hier an der rechten Seite vorbei. Ich decke natürlich intelligenterweise auf der Innenseite ab. Setze mich hier in Turn 1 neben die beiden, aber das wird nichts. Wir müssen die mal ziehen lassen, weil das Auto einfach nicht funktioniert. Weil halt auch diese Reifen komplett durch sind. Und mir war halt schon klar von Beginn an, dass ich diese Strategie gewählt habe, dass ich wusste, das wird eine echt enge Sache werden. Aber das eine Mal bin ich gegen den Strom geschwommen mit der Strategie. Und da war es halt so, dass wir komplett auf die Fresse geflogen sind. Jetzt ziehe ich halt mal mit dem Strom mit, aber ja, die Reifen halten halt einfach nicht durch. Das Pensum ist nicht zu bewältigen. Sechste Runde und ja, ich muss in die Box. Ich humple hier mal rein. Es kommt zwar noch niemand rein, doch das Pit-Window für die gelben Reifen ist eh schon offen.
Ich habe sowieso keinen Bock auf die gelben. Also wir werden auf weiß gehen, weil das einfach für mich die logischere Sache ist, 12 Runden lang. Natürlich, bei einem Rennen, wo es um nichts geht, da machen sie mal einen perfekten Stop. Also, das ist auch wirklich. Ich meine, ja, egal. Wir sind jetzt 12 Sekunden hinter Chano. Ja, sind wir auf einer komplett anderen Strategie, weil es wäre natürlich gerechnet gewesen, 8. Runde, 9. Runde reinkommen, dann auf die gelben Reifen, aber das ist einfach unmöglich. Dieser gelbe Reifen würde bei mir nicht überleben, das bin ich mir fast sicher. Jetzt heißt es halt 12 Runden auf dem weißen Reifen hier grinden und hoffen, dass vielleicht das ein oder andere Fünkchen Glück drin ist. Aber jetzt mal gucken. Esteban, Guan Yu Zhou war in der Box, Pierre Gasly auch beide hinter mir. Albon und Russell hingegen sind beide vor mir, beide mit knapp 2 Sekunden Vorsprung. 4 Sekunden sogar Albon, also das glaube ich ist mal gegessen Richtung vorne. Vielleicht geht noch der ein oder andere Undercut gegen die Vorderleute, aber das ist auch eine eher schwierige Sache. Hier geht es dann rein, ich bin im Bedrängnis von Pierre Gasly, der jetzt schon ordentlich pusht an mich, an mir hier dran. Ich habe leicht verbremst, das links sehen wir schon die Nase von Pierre Gasly. Muss ich mal ein bisschen Hotlap aufdrehen, ich lasse ihn da gerade noch Platz zum Atmen, weil ich halt genau weiß, wenn ich ihn da mehr Platz lasse, zieht der an uns vorbei. Wir sind auf dem 14. Platz gelandet, der ein oder andere war bestimmt vorne noch nicht an der Box, weil ich bin, ja gut, 9 Sekunden vor Albon, da hinter Albon, das ist dann echt schon eine Riesensache und eine Riesenlücke. Nein, da kommst du mal nicht vorbei, Pierre Gasly, aber links, zieht jetzt mal den Ricciardo hier Richtung 130R. Wir sind jetzt auf der Start- und Zielgeraden. Da wird es noch einmal interessant und spannend zu sehen. Ich ziehe mal rüber, entscheide mich hier für die Mitte und da zieht mal links ein und Pierre Gasly, du kleiner Saw-Battle. Das ist tatsächlich eine unfassbare Sache, hier auf den Körb zu ziehen und dann in mein Auto reinzufahren. Das sehen wir jetzt hier noch einmal Richtung 130R mit Daniel oder gegen Daniel Ricciardo nebeneinander. Coole Sache, macht richtig Spaß, aber eins merke ich, Japan ist auf jeden Fall nicht mein Auto. Oder mein Auto ist auf jeden Fall nicht für Japan da. Ich ziehe hier einmal raus, gehe mal wieder rein, weil ich wusste so, wenn ich Rick den Platz lasse, aber da zieht er am Körb, fährt mir dann genau vors Auto und dann gehen wir hier so in die SS rein, kann mich gerade noch so durchsetzen. Wir springen hier in die 12. Runde und ich bin erneut im harten Kampf gegen Pierre Gasly und Daniel Ricciardo. Die beiden sind heute meine ständigen Verfolger, aber nicht nur die, sondern auch weiter hinten hat sich mittlerweile ein Haas angebandelt. Richtung Turn 1 sollte es jetzt auch mal reichen vorerst, um da auch drauf zu bleiben auf diesen 13. Platz. Es wird ein harter, auf diesen 14. Platz. Es wird ein harter Fight werden und es wird heute vermutlich keine Punkte geben. Es sei denn, es kommt noch ein unverhofftes, ja, Safety Car oder Red Flag. VSC wird mir nichts bringen, glaube ich. Nein, da hätten, glaube ich, nur die anderen irgendwie das Glück in Runde 15. Hier, Leute, geht es Richtung 130. Ja, Pierre Gasly, der will hier unbedingt vorbei. Aber nein, da schlagen wir gerade noch früh genug die Tür zu. Jetzt geht es Richtung letzter Schikane, bevor wir dann in die Vollgas-Rechtskurve reingehen. Leichten Scheitel verpasst, aber es hat gerade noch so gereicht. Gelbe Flaggen. Da hinten, nein, da ist nichts passiert. Mein Teamkollege ist gerade da hinten. Also der fährt auf jeden Fall weiter. 19 Runden haben wir hier zu absolvieren. Es ist immer noch der 14. Platz. 13. ist Daniel Ricciardo hinter uns. Jetzt gehen wir von den SS rauf Richtung die beiden verdammt schnellen Rechtsknick, würde ich fast sagen. Hier zack und dann auch der zweite zack. Da ist aber der Körper natürlich wirklich verdammt gottlos. 2/10 ist Daniel Ricciardo vorne und ich probiere jetzt schon mit allen Mitteln hier immerhin diesen Platz zu behaupten, denn ich fahre tatsächlich die meisten Passagen mit kein ERS, sprich den ersten gesamten Sektor bis dann hier zu dieser Mini-Spoon-Passage. Dann gehen wir hier mal auf kein, also da bin ich mal auf Hotlap kurz gegangen, jetzt wieder auf kein und da preschen wir runter mit der Überholtaste. Guckt euch jetzt mal an. Ich hatte den saustarken Exit und Daniel Ricciardo, der nur aus dem Windschatten hier rauskommt, schafft es tatsächlich da fast an mir vorbeizugehen. Und ja, auch das ES-Management finde ich echt ein bisschen grottig von dem Auto, weil wir halt echt überall, so gut wie überall, benutze ich kein ERS und schaffe es trotzdem nicht, irgendwie das einzusparen oder das genau dann für diese
Putts weg, obwohl ich es brauche. Also ich brauche es ja nur nach Spoon und bis zur... Ja, da schießt jetzt Ricardo vorbei. Können wir uns dann noch einmal... Was war das, Leute? Was war das? Der zieht da auf den Körb drauf und fährt uns vollends ins Auto rein. Also ich würde mal sagen, wenn ich da nicht neben die Strecke gegangen wäre, wäre das wirklich zu einem größeren Schaden gekommen. Aber wer ist schuld, eurer Meinung nach? Wir gucken uns das Ganze hier auf jeden Fall noch einmal an. Das ist aber, glaube ich, nicht diese Situation. Nein, das ist nicht diese Situation. Da können wir gegen Pierre Gasly gerade noch so abdecken. Und hier sehen wir das Ganze. Ich schaue mal, wo er hinmoved. Okay, das war... Wir sind mittlerweile in der letzten Runde und ihr seht halt wirklich, die Klaffe gerade auf dieser Strecke ist enorm. Von Lando Norris, der schon ins Ziel durchgefahren ist, sind wir gerade mal so im ersten Sektor, jetzt mal im zweiten Sektor, da jetzt mal durch. Also der ist fast zwei Sektoren vorne gewesen und das ist dann wirklich eine Riesenklatsche, würde ich fast sagen. Eine Riesenklatsche. Es geht hier in die letzte Kurve rein und erneut diese Grafikbugs. Es tut mir leid, Leute, ich habe einfach keine Ahnung, woran das liegt. Aber wir sind hier mal durch. Es ist der 14. Platz. Und ja, es ist kein Tiefpunkt, aber das Rennen hätte besser verlaufen können. Es hat wenig Pace hier gegeben und das war echt ein sehr, sehr mühsames Hard. Und da ist er! Lando Norris überquert die... Das war heute eine absolut dominante Leistung, Sascha. Von der Ampel bis zur Zielflagge gab es nie Zweifel an einem Rennsieg. Was für eine großartige Leistung. Jetzt ist es soweit. Die Fahrer betreten das Podium. Tolles Rennen vom McLaren-Team. Es freut mich wirklich, sie auf dem obersten Treppchen des Podiums stehen zu sehen. Hier sind wir nun in der Siegerehrung. Ja, Lando Norris gewinnt das Ganze vor Hamilton und Piastri. Also McLaren und ein Mercedes. Lance auf 4 und mein Teamkollege, ja, ist zwar hinter uns, aber an sich ist das natürlich mehr als enttäuschend. Der eine Punkt in der Weltmeisterschaft hält uns hier immer noch auf dem 15. Platz, aber wir sind halt schon weit abgeschlagen. Konstrukteurs-WM könnte interessant werden. Ich würde mal sagen, Visa Cashup und Alpine sind da unsere theoretischen Gegner. Aber natürlich muss sich dann der Pace ein bisschen was ändern. Das nächste Rennen wird dann China sein. Das wird auch interessant, da bin ich mir fast sicher, dass wir da viel Spaß haben werden. Bottas ist mein Rivale seit dem letzten Wochenende. Und natürlich auch noch Chano. Den holen wir aber bald ein hier in diesen internen Fight gegen Chano. Finde ich auf jeden Fall toll, macht richtig Spaß. Aber ich würde mal sagen... Ja, natürlich hoffe ich, wieder ein Upgrade fehlgeschlagen. Das ist echt bitter, Leute, dass wieder in der Antriebseinheit. Das freut mich aber, dass alle so eng beieinander sind. Und mit diesem Upgrade, wenn das in 8 Tagen wirklich funktioniert, könnten wir in Richtung Antrieb weit nach oben springen. Aber wir sehen halt auch, dass das wenig bringt, wenn Haas und Sauber da ganz oben sind. Also wir müssen da wirklich auch in der Aerodynamik und vor allem auch im Chassis ordentlich dazu gewinnen. Es geht tatsächlich nach China und da steht auch der erste Sprint im Audi an. Wie wir uns schlagen werden, guckt gerne vorbei. Ich kann euch sagen, ich freue mich extrem und das wieder was fehlgeschlagen. Das ist natürlich bitter, aber um das werden wir uns dann hoffentlich im nächsten Video kümmern. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Für heute war es mal. Bis zum nächsten Mal. Schaut gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Vor allem auch auf TikTok kommt viel zum Ungarn Grand Prix online. Also bis dahin, danke fürs Zugucken und tschüss.